Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Leute, zu einer neuen Folge der Index-Rundschau. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Film The Dentist. Ja, den habe ich mir jetzt mal wieder angeschaut. Ich habe ihn geprüft sozusagen, um auf die Frage einzugehen, wie es mit der Rechtfertigung der Beschlagnahmung in die Zunge aussieht. Wobei ich nochmals betonen möchte für alle diese Videos, dass sich natürlich immer nur meine private Meinung handelt. Ich bin kein Jurist. Ich hatte jetzt nur die Idee, das hängt mit meinem Beruf zusammen. Ich habe auch relativ engen Kontakt zu Rechtsanwälten. Und ich will mal gucken, ob einer von denen einen Kommentar zum Strafgesetzbuch hat. Weil ich habe eigentlich nur Kommentare zu Steuergesetzen. So, und im Strafgesetzbuch 131, wenn ich da den Kommentar mal lesen kann, kann ich vielleicht noch besser verstehen, worum es bei den Beschlagnahmungen explizit geht und kann das dann vielleicht in meine Videos mit einbauen lassen. Ne? Aber kann auch noch ein paar Wochen dauern, bis sich das irgendwie auswirkt auf die Videos. War nur so eine kleine Idee von mir. Ja, es geht heute sogar erstmals explizit wirklich ganz gezielt um eine Veröffentlichung, nämlich um die ich angeschaut habe. Und zwar habe ich die Red Edition angeschaut von Laser Paradise, eine DVD, die ich schon viele, viele Jahre in der Sammlung habe, die ich jetzt aber auch schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Und ja, die Beschlagnahmungsgeschichte hier bei dem Film ist ein bisschen interessant. Ich habe hier mal so ein bisschen was rausgesucht. Es war wohl damals so, das war so eine kleine Beschlagnahmungswelle im Jahr 2010. Also wir haben hier 2009 eine B-Indizierung dieser DVD gehabt. Und 2010, mal steht da August, mal Dezember, aber ich meine eigentlich, dass es August gewesen sein muss, der 10. August. Da ist praktisch die DVD beschlagnahmt worden vom Amtsgericht Frankfurt. Und wir haben auch noch eine Indizierung von einer späteren DVD im Jahr 2017. So, und auf Schnittberichte gibt es da so einen ganz interessanten Artikel, weil damals hatte wohl schon einer mal mit den ganzen, oder mit der BPJM damals in Verbindung gestanden und so richtig schlau geworden sind sie wohl nicht. Es gab eine mehrere Doppel-DVDs, die teilweise beschlagnahmt worden sind. Angel of the Night, Frozen Scream und auch diese DVD hier. Frozen Scream ist eigentlich, das ist allgemein bekannt, nur wegen dem Bonus zum Blutrausch der Zombies beschlagnahmt worden. Und Angel of the Night eher wegen Dawn of the Dead. Also es ist nicht hundertprozentig klar, wie das da gewesen ist. Ich meine, ich habe Angel of the Night auch schon mal gesehen. Das war irgendwie so ein Vampirfilm. So, und jetzt eben The Dentist. Ursprünglich ging man wohl davon aus, oder man ging lange Zeit davon aus, dass der Film eher wegen den Trailer, also die ursprüngliche Indizierung wegen dem Trailermaterial passiert ist. Also rein der DVD, weil diese DVDs enthalten immer dieselbe Trailershow, wo unter anderem auch Braindead in sehr langen gedehnten Szenen gezeigt wird, mit viel Blut und Splatter. Auch Cannibal Ferox wird in dem bekannten 3-Minuten-Trailer beworben. Und dieser Trailer ist, wie wir wissen, eigentlich schon, da ist alles Blut drin, was im Film letztendlich drin ist, die ganzen Grausamkeiten. Das heißt, wenn man jetzt gesagt hätte, alleine nur wegen dieser Trailer-Show wird diese DVD indiziert oder sogar beschlagnahmt, hätte ich das total verstanden, hätte ich sofort unterschrieben. Es scheint aber so zu sein, so hat man es verstanden, dass selbst der Film an sich als strafrechtlich relevant angesehen wurde. Und da ist es dann natürlich die Frage, warum? The Dentist ist aus meiner Sicht ein Film, der deutlich underrated ist, sage ich mal so. Ein Film, der durchaus ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hätte damals bekommen können. Ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwo stehen habe, von wann der Film selber ist. Also die DVD kam aus dem Jahr 2000. Und wenn man dann mal bedenkt, dass der Film erst 2010 dann wirklich beschlagnahmt wurde, da war der Film schon 10 Jahre auf dem Markt. Hat ziemlich lange gedauert. So, deshalb denke ich, dass das nur eine Verkettung von Unfällen ist hier in dem Sinne. Also die Indizierung halte ich für völlig gerechtfertigt von der DVD wegen dem Trailermaterial. So, und dann haben sie einfach ein bisschen näher hingeguckt und dann gesagt, oh, der Film ist aber doch anscheinend strafrechtlich relevant. Kommen wir nachher noch zu. Also, worum geht es in dem Film? Es geht um einen Zahnarzt, der eigentlich ein absoluter Perfektionist ist und sehr auf Hygiene aus ist und. Und ständig alle Leute anbrüllt, wenn irgendwo noch Schmutz ist und sonst was. Und ja, es gibt auch solche Perfektionisten im Zahnarztbereich, das ist durchaus realistisch.
Da habe ich selber mal von einem gehört, der praktisch noch während der Behandlung die Angestellte völlig zur Sau gemacht haben soll, nur weil der Bohrer einen halben Zentimeter falsch lag. Das liegt einfach daran, der muss dann blind da hingreifen können und den richtigen Bohrer in der Hand haben, weil wenn der so gut ist, dann muss der da halt blind hingreifen, um richtig arbeiten zu können, ja, im Minutentakt. So, und wenn das da irgendwie falsch ist, das geht einfach nicht. Es geht auch nicht, dass man das vom Patienten dann so macht, aber okay. Also es gibt solche Leute. So, und der ist halt ein bisschen auch vom Schicksal gezeichnet, weil diese Perfektion, die nagt natürlich an der Ehe, die seine Frau betrügt, die mit dem Poolreiniger, der irgendwie jeden Tag kommt und ja, er entwickelt dann so gewisse brutale Fantasien auch und irgendwann kann er einfach nicht mehr oder teilweise nicht mehr zwischen Realität und Traum unterscheiden, sieht überall vergammelte Zähne und tut auch den Patienten weh und so weiter. Ich habe die ganze Zeit irgendwie so gedacht, das könnte auch so eine typische Stephen King-Geschichte sein. Also wer so die typischen Stephen King-Filme so aus den 90er Jahren mag, der wird mit dem Film auf jeden Fall auch seine Freude haben. Es ist so die erste Zeit ist der Film gar nicht mal so extrem brutal. Eigentlich überhaupt, diese ganzen Splatter-Effekte, finde ich, sind da, aber sie halten sich für meine Begriffe eigentlich sogar noch, wenn man sie mit anderen Filmen vergleicht, in Grenzen, auch wenn sie fies sind, weil diese Bohrer-Szenen, wenn er zum Beispiel das erste Opfer, sag ich mal so, ist sogar ein kleiner Junge, das ist natürlich eine Sache, okay, der Film kann Angst vor Zahnärzten verbreiten, vor allem wenn Kinder den Film versehentlich sehen würden, wir müssen ja immer überlegen, was macht einen indizierten Film anders als einen normalen FSK 18 Film. So, und da bohrt er ihm mit dem Bohrer ins Zahnfleisch. Das sieht schon extrem echt aus. Oder auch, als er der anderen Frau praktisch den Zahn völlig zerstört und zerbohrt. Das sieht auch extrem fies aus. Ja. Man muss aber dazu sagen, diese ganzen Verletzungen geschehen ja eigentlich immer unter Betäubung. Das heißt, so viel merken die im Opfer nun auch eigentlich nicht davon. Das könnte man jetzt sagen, das verharmlost das die ganze Szene. Nicht die Gewalt wird verharmlost, sondern die Szene wird etwas verharmlost. Später gibt es noch so einen Finanzbeamten, der ziemlich den Mund aufgerissen bekommt. Okay, aber auch das, also da sehe ich das Grausame noch nicht so, ne? Oder das Unmenschliche. Wie gesagt, wenn das alles ohne Betäubung wäre und so weiter, dann wäre es noch viel grausamer. Aber die haben ja alle ihr Lachgas oder ihre Spritze oder sonst was bekommen. Interessanter nur bei der einen Frau mit diesem zerstörten Zahn, weil er dann irgendwie rausgeht und die Angestellte sagt nur, das Beste, sie gehen jetzt. Da denke ich mir, was ist denn, wenn die Betäubung aufhört? Also war ein bisschen leicht merkwürdig. Und seiner Frau zieht er zum Beispiel einen Zahn. Das glaube ich sogar ohne Betäubung, ich bin mir nicht ganz sicher, aber da sage ich mal so, es ist nur einer, den man, also er zieht ihr zwar alle Zähne, aber es ist nur einer, den wir sehen. So, wenn ich da an sowas wie Philosophy of a Knife denke, wo alle Zähne, also wo alle Zähne vor der Kamera gezogen werden, also das ist schon was ganz anderes. Aber hier, ja, es ist einmal ein sehr fieser Schockmoment, aber dann macht der Film nicht mehr weiter. Ja, dann geht er eigentlich wie ein normaler Horrorfilm auch weg und wir denken uns nur den Rest. Jetzt könnte man höchstens sagen, okay, alleine dieses Denken, dass das im Zuschauer, das gab es nämlich schon mal, es gab Filme, die sind indiziert worden, obwohl es grafisch gar nicht so zu sehen war, einfach nur, weil sie gesagt haben, im Kopf des Zuschauers geht das und das vor sich und das ist alleine schon die Grausamkeit. Halt ich persönlich für ein bisschen übertrieben, aber okay, wenn das so sein sollte. Wie gesagt, also der Film hält sich da schon so ein bisschen zurück. Überhaupt finde ich keine der Szenen, das einzige Mal, wo es blutig oder wo es, ja, das war, wo er praktisch diesen Poolreiniger angreift, wo er ihm halt mit dem Messer verfolgt und immer wieder aufschlitzt und dann fließt Blut auf den Boden, ja. Da habe ich aber auch schon wesentlich Heftigeres in Filmen gesehen, die normal frei sind, ja. Also das ist, glaube ich, nicht so eine Szene, die so schlimm ist. Also wie gesagt, die eine Szene mit dem Zahn rausreißen, ja, okay. Ich habe eine ganz andere Vermutung. Weil, wie gesagt, eigentlich, ich persönlich bin der Meinung, diese ganzen blutigen Szenen sind noch eigentlich FSK 18 konform. Ne? Sie sind blutig, aber es geht noch. Es gibt aber eine Parallele zu einem ebenfalls beschlagnahmten Film. Und da habe ich mich nämlich zurück dran erinnert, weil praktisch im selben Zeitraum, am 11.08.2010, wurde vom selben Gericht nämlich noch ein Film beschlagnahmt und das ist Halloween 2.
So, und auch bei Halloween 2 fragt man sich ja eigentlich immer, was ist denn daran so schlimm? Aber beide Filme haben einen Mord, der gleich abläuft. Und ich weiß bei Halloween 2, weil ich da vor vielen Jahren den Beschlagnahmebeschluss mal gelesen habe, ich habe nur leider momentan keinen Zugriff mehr darauf, eine Szene wurde in dem Beschluss damals auf jeden Fall angesprochen. Und praktisch diese Mordart kommt auch in The Dentist vor. Und in Halloween 2 ist es eine Krankenschwester und hier ist es eine Arzthelferin, wo er ihr nämlich mit einer Spritze Luft in die Adern spritzt. So, und so eine Luftblase, die man am Hals sieht praktisch, und ich denke, das ist, glaube ich, wirklich in echt so, wenn Luft in die Adern gerät, dann stirbt man zwangsläufig. Ja, also wenn die Luftblase ins Gehirn geht, dann ist man tot. So, und sie zuckt dann auch irgendwie so ganz krampfhaft und so weiter. Und diese Szene wurde nämlich in Halloween 2 explizit damals moniert. Und dadurch, dass diese Szene oder diese Mordart hier auch vorkommt, könnte ich mir vorstellen, dass das hier auch einer der Gründe war, warum der Film dann beschlagnahmt wurde. Ob das jetzt, warum das jetzt als besonders grausame Tötungsart jetzt zu deuten ist, das weiß ich nicht. Also ich persönlich denke da nicht dran. Gut, es ist wahrscheinlich ein etwas qualvoller Tod, wenn man da irgendwie so rumzuckt, vielleicht nicht mehr atmen kann oder sonst irgendwas. Das dauert anscheinend auch ein bisschen länger. Aber eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass die anderen Morde dann eher doch ein bisschen grausamer sind, ne? Also dass ausgerechnet diese Tötungsart durch Luftblase in die Adern spritzen in zwei beschlagnahmten Filmen am selben Tag praktisch vorgekommen ist, und bei dem einen weiß ich einfach, weil ich es früher selber gelesen hatte, dass es moniert wurde, deshalb gehe ich davon aus, dass das hier in Dentist ebenfalls der Fall war. Muss man bedenken, das ist jetzt schon 12 Jahre her, ist die Frage, sieht man das jetzt immer noch so oder sieht man es nicht so? Oder was könnte der Film noch irgendwie machen, dass eine Indizierung oder Beschlagnahmung begründen würde? Wie gesagt, also das ist jetzt die einzige Szene, wo ich vermuten könnte, dass sich eben die Prüfer daran gestört haben. Ich persönlich dachte jetzt eigentlich nicht daran, dass das so eine grausame Szene ist. Also da fand ich eher die Zahnbohr-Szenen fieser. Ja, aber wie gesagt, auch wenn es fies ist, und selbst ich habe zusammengezuckt praktisch, wenn man das so sieht, wie er den Zahn so zerbohrt. Ja, es sieht alles ziemlich fies aus, aber aus meiner Sicht hält es sich eigentlich noch in Grenzen. Also es ist so, der Film hört eigentlich immer dann auf, blendet ab, geht woanders hin. Und es ist auch jetzt nicht so, dass wir jetzt hier so einen sadistischen Zahnarzt haben, der mit voller Freude da irgendwie seine Stellung ausnutzt, um alle zu verletzen und zu töten. Es ist ja wirklich ein Psycho-Horrorfilm, wirklich einer, der völlig entgleist und der völlig dem Wahnsinn verfällt und wie gesagt gar nicht mehr so zwischen Realität und Traum unterscheiden kann. Der also wirklich krank wird. Ja, und der nicht der eigentlich durch diesen Schmutz, den er da sieht, völlig wahnsinnig wird, am Ende die Leute auch mit Waffen bedroht und sonst was. Also man sieht, es eskaliert einfach völlig. Aber er ist jetzt nicht so der sadistische Killer, der mit toller Freude da rumrennt und alle Leute aufschlitzt, so wie Freddy oder so, ne? Oder Chucky. Es ist nicht so. Ja? Also das kann man hier nicht sagen. Es ist ein Film mit einer nachvollziehbaren, dramatischen Handlung. Wir haben auch Polizei, die ihn verfolgt und so weiter. Also ganz, ganz untypische Sache eigentlich für einen 131er-Film. Die 131er-Filme, die ich bislang gesehen habe, das ist oft so, dass die Filme eigentlich ohne die Gewalt eigentlich nicht auskommen. Wo viele Szenen eigentlich immer nur wieder zu dem Mord hinführen, zu den blutigen Spezialeffekten. Hilfe gibt's eigentlich nie. Die Gewalt wird immer als Alternativlosigkeit angesehen. Polizei gibt's kaum und. Hier ist es vollkommen anders. Wir haben einen Film mit einer nachvollziehbaren Handlung. Eine ganz klare Ablauf von Folgen. Klar, dass natürlich diese Szenen irgendwo auf diese blutigen Behandlungen hin sind, aber ich denke mir, das ist mal wieder ein Film, selbst wenn er geschnitten wäre, es gab ja damals eine FSK 18 VHS-Kassette, also selbst wenn man sagen würde, okay, wir kürzen noch so ein bisschen die Szenen, dass man vielleicht nur so sieht, wie er so auf sie zukommt, da hört man so einen Schrei oder was, selbst das würde noch wirken, weil einfach, selbst wenn man es nicht sehen würde, würde es einfach im Kopf ablaufen. Ja?
Das kann der Film. Das kann der Film gut. Und deshalb wäre das ein Film, den man selbst in einer geschnittenen Fassung, wenn sie gut geschnitten wäre, durchaus anschauen könnte. Und man muss dann halt natürlich so ein bisschen die Vorstellungskraft mitbringen. Ne? So, und das ist aber bei wenigen, wenn ich da an sowas wie jetzt, was ich zuletzt gesehen hatte, an Olaf Wittenbachs Riverplay oder was, ja, wenn man da das Blut rausschneiden würde, bliebe nichts mehr vom Film übrig. Ne? Also völlig verrohende Gewalt. Ja? Hier ist es eben aus meiner persönlichen Sicht nicht der Fall. Es kann sein, dass diese eine Szene eben mit der Luftblase, dass das eben als grausam angesehen wurde. Gut, solange es sich da an der Ansicht der Richter nichts ändern würde, hat der Film natürlich keine Chance. Das ist aber mal wieder ein Film, wo ich mich freuen würde, wenn die Beschlagnahmung wieder aufgehoben werden würde, wenn man da was tun könnte. Ich weiß nicht, es gibt noch einen zweiten Teil dazu, der ist nicht beschlagnahmt, den kenne ich aber auch nicht. Aber wie gesagt, also ich bin der Meinung, dieser Film, wenn, dann wäre er versehentlich so brutal, dass er indiziert werden würde, weil ich sehe dem Film einfach an, dass er ein harter Horrorschocker sein möchte, also jetzt nicht so mit Außenweiden und Gedärme und Gemetzel, das nicht, aber einfach so dieser fiese Gedanke, dieses Psychospiel, was der Film mit seinen Zuschauern treibt, eben durch diese Zahngeschichten, weil wir alle wissen, dass Zahnschmerzen eben sehr, sehr stark sind, aber man muss immer bedenken, die Opfer waren überwiegend alle immer betäubt. Ja, also da so viel Schmerz haben sie auch nicht gehabt. Gut, der eine Finanzbeamte, der den Mund halt zu weit aufgerissen hat, okay, aber auch da, also ich bin der Meinung, der Film kann freikommen, eigentlich auch mit einer normalen FSK 18 Freigabe. Wenn man jetzt sagen würde, okay, man will was suchen, dann wie gesagt, das mit der Luftblase, okay, und dann ist die Frage, wenn sich Kinder diesen Film im Vergleich zu etwas anderen anschauen würden, ja, würden sie Paranoia vor Zahnärzten entwickeln? Könnte sein, kann sein, gerade auch, weil ein Kind selber hier, also ein Junge, Opfer wird. Ja, also da könnte ich mir noch vorstellen, okay, also die DVD an sich, würde ich sagen, muss sowieso indiziert bleiben, schon wegen dem Trailermaterial, aber es geht ja um den Film, weil man hat ja gesehen, 2017 wurde ja auch indiziert, das musste aber eigentlich passieren, weil der Film ja sowieso schon beschlagnahmt war, also wegen der Inhaltsgleichheit. Wenn wir jetzt eine Standard-DVD hätten, wo einfach nur der Film, vielleicht noch mit ein bisschen Bonusmaterial, also zum Film vielleicht, Making-of oder so, da wäre, dann würde ich da jetzt kein Problem mehr drin sehen. Wie gesagt, die alte DVD wegen den Trailern, dass die indiziert bleibt, ist klar. Aber der Film an sich könnte freikommen. Aber das ist nur meine Meinung, meine persönliche Meinung. Eure Meinung interessiert mich natürlich auch sehr an dieser Stelle. Schreibt diese gerne in die Kommentare. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von euch, bedanke mich sehr fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin und ciao.